Radioaktiv, der heiße Sender. Ja, Wasser, das ist genau das richtige Stichwort. 2:02 ist, und ich hab's ja gesagt, das Studio ist voll und feucht geworden. Ich habe nämlich Gäste hier im Studio, die Wasserballer vom Hamelner SV, die haben nämlich am Freitag den Aufstieg in die Verbandsliga geschafft. Schönen guten Abend! Ja, habt ihr den schönen gefeiert, 3 Tage lang. Erstmal herzlichen Glückwunsch, Aufstieg in die Verbandsliga. Wasserballwart ergreift das erste Wort, Dietmar Entemüller. Ja klar, haben wir gefeiert. Heute Abend ist die Post abgegangen. Wir haben ja gar nicht damit gerechnet, dass wir hochgehen. Und ein Tag hat zwar gereicht. Einer ist heute noch krank, der konnte nicht kommen. Dicker sitzt zu Hause oder liegt zu Hause mit Bauchschmerzen. Das ist, da kommt davon, wenn er kaltes Bier trinkt. Aber das Radio kann er bedienen, das Abend. Mithört jetzt, ne? Ja, das hat Mama dann gemacht. Ja, war gut. Gut, also 3 Tage gefeiert. Ja, muss man erstmal sagen, ihr seid aber kein Meister geworden, aber Aufsteiger, ne? Ja, das ist richtig. Was Jens ja schon am Freitagmorgen gesagt hat, wenn wir hochkommen, dann als Zweiter. Das war ganz wichtig, dass wir Zweiter werden. Union ist Erster, die schaffen es nicht finanziell, die wollen es wohl auch nicht, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht auch, weil sie die Leistung nicht mehr bringen, und wir haben eine junge Mannschaft, bis auf 1-2 Ausnahmen sind sie doch alle so um die 20. Ja, stimmt, kann ich bestätigen, ja, wenn ich hier mal so die ganzen Passbilder durchgucke, ja, stimmt schon, ja. Und dann geht es nächste Saison in der Verbandsliga gegen renommierte Teams, aber ich glaube, wir rechnen uns da eine Chance aus. Der Trainer jedenfalls ist frohen Mutes. Ich würde sagen, als Wasserballwart, stell doch mal die Truppe vor, die jetzt alle daran beteiligt waren, am Aufstieg. Bitte einfach die Namen, alle. Alle Namen: Tim Christian Gieselmann, Kai Aschenbach, Benjamin Strattmann, BB Bernhard Becher, die Jens Liedtke, der Captain Jan Pichert, Lehrer Paul, wen habe ich noch dabei? Ja, der Dicke, Dirk Kuhnt, Gon Gattermann, Junior Volkert, Alexander Kirionenko, Daniel Funk, der heute leider Dienst schieben muss, Dieter Bogorinski, Jens Wolthausen, Martin Roth, Paul-Gerd Brune, Andreas Hellkuhl, Dirk Hoffmann, Marc Nohr, nicht zu vergessen, und der Schleifer, Ralf Schönemann. Und wer ganz wichtig ist, das ist Henning Bratscheid, der heute auch leider arbeiten muss. Und Trainer Rainer Fehl, habe ich einen vergessen? Nein. Ja, Aufstieg in die Verbandsliga. Die Truppe bleibt also in der kommenden Saison so zusammen, oder? Die bleibt so zusammen. Bleibt so zusammen. Neuzugänge auch noch irgendwie? Wir haben ja einen Neuzugang in der laufenden Saison gekriegt aus Paderborn, der hier auch ist, hier von der Lehrer Paul. Und die fragen da, wo er herkommt und so, kann er am besten selbst machen. Das ist so ein... So, fragen wir den Captain auch mal. Jan Pichert, Stimme hast du schon wieder? Oder? Die Stimme ist schon wieder da. Ist ja mal ein bisschen Probleme bei solchen Festivitäten, aber inzwischen kann ich wieder reden. Ja, wie war das 3 Tage lang aus eurer Sicht? Vorher erstmal nervös gewesen vor dem Spiel? Ja, selbstverständlich. Also wir hatten, ich denke, alle die Hosen voll vor diesem Spiel, weil es ja nun mal um Aufstieg in die Verbandsliga ging. Hm. Aber wir konnten das Spiel dann noch sicher mit 7-4 gewinnen. Ich denke, es waren 3 schöne Viertel dabei. Das letzte Viertel, da führten wir schon mit 7-3. Da haben wir gedacht, das machen wir falten. Das war für die Zuschauer vielleicht dann nicht mehr so spannend. Aber gut, meine, Gewinn ist erstmal das Wichtigste. Aber noch ein Wort zum Zuschauern. Das war ganz toll. Wir hatten eine super Unterstützung. Und hat eine Menge Spaß gemacht, das Spiel. Okay, hier sitzt noch jemand. Ja, hier ist der Lehrer Paul. Ja, genau. Ja, ich grüße euch. Also ich grüße natürlich auch die Paderborner, wenn sie das hören sollten. Das ist natürlich klar. Da habe ich ja früher Wasserball gespielt. Aber seit März bin ich hier dabei. Und ich bin also richtig froh, dass ich in diese Mannschaft geraten bin. Denn es macht richtig viel Spaß, mitzumachen. Und an der Schule bin ich in Emmertal. Mhm. Und da gibt es auch schon einiges zu sagen von den Schülern. Ja. Prima, ich hoffe, die hören alle mit. Ja, Aufstieg in die Verbandsliga. Was erwarten da euch für Mannschaften in der kommenden Saison? Ja, ein ganz großer Brocken, Germania Braunschweig. Da muss ich zu sagen, Germania hat also 3 junge Leute von der zweiten Bundesliga hergeholt, die dort mit Zweitstartrecht spielen, aus Werne. Die sind da die Reißer gewesen, schon in der zweiten Hälfte der Saison. Wir spielen gegen Hellas Hildesheim, TKJ Saarstedt. Muss ich aber gleich dazu sagen, haben wir 2-mal auf dem Turnier weggemacht. Frohen Mutes. Ganz trocken bringt er das. VfL Wittingen, Georgsmarienhütte, Freischwimmer Hannover. Da haben wir ja auch einen Bekannten von Martin Roter Bruder, der Andreas spielt dort. Wäre man in Hameln geblieben, hätte er sich jetzt über einen Aufstieg freuen können. Aber naja, so kriegt er auch eine Klatsche. Mach weiter. Ja, und wie gesagt, ich bin froh und Mutes, dass wir da gut mithalten können. Wir haben einige Spiele schon terminiert. Wir fangen im Oktober an. Das ist diesmal auch etwas übersichtlicher, ist geordnet. Wir spielen alle 14 Tage.
Und ich hoffe, dass wir da gut wegkommen. Also wie gesagt, ich bin positiv gestimmt, zumal, hast du ja auch gelesen, für mich ist ja ein Wunsch in Erfüllung gegangen. Ich habe gesagt, einmal noch gegen die Moby Dick spielen. Ja, habe ich gemacht. Genau, ja. Einmal aufsteigen habe ich auch gemacht. Das müsste ich eigentlich aufhören. Moby Dick, da musst du was zu sagen, wer da mitspielt. Ne? Ja, Moby Dick ist Spandau, ne? Spandau 04, die prominenten Mannschaften mit dem Bundestrainer Hagenstamm. Dr. Freund spielt mit und wie sie alle heißen. Alles bekannte Größen, die 72 schon Bayer. Ja, das ist unser Tim Christian. Er kriegt jetzt wahrscheinlich Anruf seiner Freundin, dass er noch nicht am Mikro war. Habe ich natürlich vergessen zu sagen, dass Tim hier im Studio eigentlich das, ausgeschaltet sein muss. Das üben wir. Wir kommen ja jetzt öfter. Das üben wir für die Zukunft. Ihr kommt öfter. Ja gut, also Aufstieg in die Verbandsliga. Aber schauen wir noch mal ein bisschen zurück. Ihr habt ja auch ein Maskottchen. Wo ist das denn? Das Maskottchen, das hatten wir ja letzte Woche auch. Und das Maskottchen muss jetzt erstmal erklären, warum ihr aufgestiegen seid. Echt? Ja. Weiß ich nicht. Ja, weil sie gut waren. Weil sie gut waren. Und du warst immer mit dabei, ne? Wie sah das denn aus, vergangene Saison? Habt ihr überhaupt ein Spiel verloren, oder? Oder alles niedergemacht? Also wir haben hervorragend gestartet mit gleich 4 Heimsiegen in Folge. Mhm. Dann kam das Auswärtsspiel gegen Stöcken, die also aus der Oberliga jetzt in unsere Liga gemeldet haben. Das haben wir dann ganz knapp verloren. Danach kam dann ein kleines Tief. Da haben wir also dann gleich noch 3 andere Auswärtsspiele verloren. Mhm. Und dann ging es aber wieder aufwärts, weil wir auswärts bei den Wasserfreunden 98, gegen die wir jetzt ja Freitag auch gespielt haben, dann wieder einen Sieg erzielen konnten. Und danach haben wir wieder alles gewonnen. Also insgesamt haben wir also 8 Spiele gewonnen und 4 verloren. Aufstieg in die Verbandsliga. Wird jetzt 8-mal die Woche trainiert? Oder wie sieht das aus? 8 Tage trainiert? Nö, so 6-7-mal vielleicht. Nein, Spaß. Natürlich, also wir trainieren, man muss immer sagen, das ist ein Breitensport und wir machen das alle aus Hobby. Natürlich, obwohl Gewinnen natürlich immer am meisten Spaß macht. Aber trotzdem müssen wir den Ball flach halten. Wir trainieren also 2-mal die Woche. Aber mit dem Trainer Rainer Fehl, der kann uns noch eine Menge beibringen. Und deswegen ist das also sehr effektiv. Lass mich nur ein Wort. Bitte. Damit ich nächstes Jahr vielleicht doch mal nochmal eine Chance habe, einmal mitzuspielen. Ich bin ja nun hier der Oli von allen. Ich möchte also auf diesem Wege mal meiner Frau vielen Dank sagen. Ich möchte dazu sagen, ich habe 5 Kids zu Hause und es ist nicht immer einfach, wenn ich zum Training gehe, dass sie damit einverstanden ist. Vielen Dank, liebe Silke. Aber so ein erfahrener Fuchs wie du, braucht er eigentlich noch Training? Oh ja, ich glaube, der reißt mir ganz schön den Hintern auf, muss man sagen. Trainer ist also ganz cool. Ja. Und ich würde auch viel lieber, sage ich auch, nicht mehr spielen, obwohl es riesig Spaß macht, mit dieser Truppe zu spielen. Mhm. Nächstes Jahr nochmal. Und wenn ich als zweiter Mann, kann ich auch gut damit leben. Was habt ihr euch für ein Saisonziel gesteckt in der Verbandsliga? Ja, ich denke mal, weil es ja für alle neu ist, in der Verbandsliga mitzuspielen, ist es erstmal der Klassenerhalt erstmal wichtig. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Und ich weiß aus alter Erfahrung her, dass die Verbandsliga auf der einen Seite nicht einfach ist, weil viele Mannschaften dabei sind, die jahrelang schon zusammenspielen. Und wir müssen noch die Gemeinschaft noch finden, obwohl wir eine lustige Truppe sind, aber halt im Spielerischen, da fehlt es noch ein bisschen. Das wollen wir natürlich mit unserem Trainer natürlich vielleicht etwas verbessern. Okay, ihr habt das letzte Wort als Aufsteiger in die Verbandsliga. Habt ihr noch irgendwelche Wünsche, Grüße, wie auch immer? Denn hier ist das Mikrofon, bitte. Irgendwas ja, noch? Alle schieben mir das Ding zu. Ich will hier nicht den Alleinunterhalter das machen. Das Ding ist in dem Fall das Mikrofon, nicht den Ball. Sonst gibt ja keiner einen Ball, aber das Mikrofon geben sie dir, oder wie? Ja, auch wenn der erste Vorsitzende mich zerreißen sollte. Wir haben das Problem, dass wir in einer alten Halle trainieren, mit einem tiefen Becken. Das haben wir letztes Mal schon angesprochen. Wir brauchen vielleicht auch ein Stündchen mehr Trainingszeit. Das werden wir innerhalb des Vereins sicherlich schaffen. Aber insgesamt sehe ich das positiv und wenn man insgesamt zusammenhält, super Sache. Ich wünsche mir, dass wir nicht absteigen und dass die Kameradschaft, dass wir über die Kameradschaft dahin finden, wo wir hinwollen. Wir werden euren Weg nächstes Jahr auf alle Fälle verfolgen. Radioaktiv wird also bei den Heimspielen auch dabei sein. Schönen Dank, dass ihr heute hier im Studio gewesen seid. Die Wasserballer des HSV sind aufgestiegen in die Verbandsliga. Und damit sie nochmal alle hören, wer hier im Studio ist. Los, Jungs, Arma, noch einen Schlachtruf. Jo! Wir bedanken uns bereits aktiv für das Interview und Ralter, aber was erwartet? Am Treffer, gut! 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 Alles klar, Dankeschön, macht's gut und toi 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 für die kommende Saison. Danke, ne? Ciao. Okay, ciao! Was?